liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, willkommen im Jahr 2018. Im Jahr 2018 müssen wir wieder reden über Schwangerschaftsabbrüche. Hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht denken lassen, dass wir in dieser Situation sind. Und wir müssen reden über den Paragraphen 219a, den bis vor kurzem eigentlich kaum jemand gekannt hat. Der Paragraph 219a ist ein Musterbeispiel dafür, was schlampige Gesetzgebung in Verbindung mit einer Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas so hervorbringen kann. Und nachdem er nämlich 1926 schon mal abgeschafft worden war, gehörte seine Wiedereinführung 1933 zu einer der ersten Maßnahmen der Faschisten in Deutschland an der Regierung. Und bei der Reform des Paragraphen 218 im Jahr 1993 ist dieser 219a offensichtlich einfach übersehen worden. Und auch danach hat ihn eigentlich niemand so richtig bemerkt. All die Jahre danach gab es keine Diskussion um diesen Paragraphen. Erst als militante Abtreibungsgegner ihn entdeckt haben als Waffe im Kampf gegen Ärztinnen und Ärzte, die legale Schwangerschaftsabbrüche durchführen, kam er wieder in die Öffentlichkeit und ins Bewusstsein. Und diese Fundamentalistinnen und Fundamentalisten, die, das sei angemerkt, zum großen Teil überhaupt nicht persönlich in die Situation geraten können, ungewollt schwanger zu werden, sei es qua Geschlecht oder qua fortgeschrittenen Lebensalters, diese Fundamentalistinnen und Fundamentalisten schrecken weder vor Vergleichen mit dem industriellen Massenmord der Nazis, noch vor persönlichen Angriffen auf Schwangere und auf Ärztinnen und Ärzte zurück. Ihr Ziel ist es, dass Menschen, die ungewollt schwanger sind, der Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch so erschwert wird, dass sie davon abgehalten werden. Sie respektieren nicht das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Eigentlich hätte der Bundestag ja den 219a schon längst abschaffen können. Die Mehrheit der Abgeordneten ist ja dafür. Und ich bedanke besonders Lena von der SPD für ihre sehr kämpferische Rede gerade. Die Linke hat ja einen entsprechenden Antrag schon vor über einem Jahr eingebracht. Dann kam sehr schnell auch ein gleicher Antrag von den Grünen. Und seit letzter Woche hat auch die FDP die Streichung des Paragraphen 219a beantragt. Aber die SPD hat sich immer für eine Streichung dieses Paragraphen ausgesprochen. Aber jetzt ist sie umgefallen und hat einen faulen Kompromiss mit den Koalitionspartnerinnen von CDU, CSU erarbeitet. Einen Kompromiss, der auch weiter die Verurteilung von Ärztinnen und Ärzten ermöglicht, die nichts anderes tun, als auf ihrer Website auch darauf hinzuweisen, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Schlimmer noch, dieser sogenannte Kompromiss wird wohl wieder ein Musterbeispiel für schlechte und schlampige Gesetzgebung werden. Und das Allerschlimmste, da werden Wortwahl und Gedankengut der Fundi-Abtreibungsgegnerin eins zu eins übernommen. So soll die Forschung zu dem sogenannten Post-Abortion-Syndrom gefördert werden. Einer Erkrankung, die es nur in der kranken Fantasie der Abtreibungsgegnerinnen gibt. Dazu gibt es bereits eine Metastudie zum Beispiel. Eine Metastudie mit 220 Studien hat die American Psychological Association durchführen lassen. Sie haben diese Studien ausgewertet und festgestellt, dass es psychologische Probleme nach Schwangerschaftsabbrüchen tatsächlich geben kann, aber dass sie auch nicht häufiger auftreten als nach dem Austragen eines ungewollten Kindes. Außerdem sollen künftig wohl die Bundesärztekammer oder die Ärztekammern und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Listen von Arztpraxen und Kliniken erstellen, in denen legale Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden können. Das ist gar nichts Neues, hätten sie schon längst machen können, aber es ist auch eine ganz tolle Idee. Dann brauchen die Frauenfeinde nicht mal mehr sich selbst zu bemühen, um Ziele für ihre nächsten Mobbing-Attacken rauszufinden. Mit diesen Listen, die weder vollständig noch aktuell sein werden, ist niemandem geholfen. Und dann will man im Gesetz eine Unterscheidung zwischen sachlicher Information und anpreisender Werbung machen. Das ist absoluter Humbug. Das ist absolut überflüssig, denn Ärztinnen und Ärzten ist Werbung bereits durch ihr Berufsrecht verboten. Ich zitiere mal § 27 der Musterberufsordnung für Ärztinnen und Ärzte. Da heißt es,
Berufswidrige Werbung ist Ärztinnen und Ärzten untersagt. Berufswidrig ist insbesondere eine anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung. Ärztinnen und Ärzte dürfen eine solche Werbung durch andere weder veranlassen noch dulden. Da steht doch alles drin. Wenn man nicht auch Information verbieten will, sachliche Information, dann braucht man diesen 219a schlicht gar nicht. Er kann also definitiv weg. Und er muss weg, wenn wir die Selbstbestimmung von Frauen ernst nehmen. Und was ich nicht verstehe wirklich ist, warum die SPD das mitmacht. Die Union setzt ständig Themen im Bundestag als Gewissensfragen ohne Fraktionsbindung auf die Tagesordnung. Zum Beispiel jetzt bei der Frage, wie die Organspende geregelt sein soll. Nur beim Schwangerschaftsabbruch, da soll das Gewissen jetzt der Koalitionsdisziplin geopfert werden. Wir müssen also weiter Druck machen, damit sich etwas bewegt. Ich danke euch, dass ihr heute hier seid. Ich glaube auch, dass wir noch oft und noch mit viel mehr Menschen hier sein müssen und an vielen Orten dieser Republik. Und ich freue mich, dass wir hier heute auch nicht alleine stehen, sondern dass an ganz vielen Orten solche Kundgebungen und Demonstrationen wie unsere stattfinden. Bleiben wir dran.